So. Dann gucke ich gerade nochmal. Also von unten sieht es jetzt, finde ich, ganz in Ordnung aus. Vielleicht ist hier eine zu krasse Kante drin. Ja, das oben muss weg. Da werde ich wahrscheinlich einfach Zäune hinpflanzen. Das muss reichen. Muss ja auch nicht übertreiben. Ne? Daraus kann man keine Zäune machen. Och, Menno. Kann man durch Schilder durchlaufen? Oh, hier gibt's wieder Batterien und so Zeug. Eine Watermill. Generator. Ja, meine Fresse. Das ist ja gut. So an das ganze. Gut, one to blend, okay. Ein Tree Trap. Ein Raider. Interessant, interessant. Was ist denn das bitte? Shipping Bin. Was kann man damit machen? Hans Harvest Spawn. Ah, Drawers gibt's hier auch. Ein Komposter gibt's ja klar. Storage. Was ist denn das? Okay. Ich habe da gerade eine Idee gehabt. Ich nehme einfach mal das Holz. Das müsste reichen. Ich hätte noch so eine kleine Idee, was man hier an der Brücke machen kann. Zum einen kommt ja das hier alles weg. Zum anderen sieht es dann ja recht trostlos aus.
Schauen wir mal, wenn wir das so machen. Dann kriegt man da eventuell eine coole Kulisse hin. Die ganze Geschichte hier. Aua. Noch was zu futtern, ja. Das ist halt auch so was. Ich würde euch jetzt gerne gleich noch das Ganze, was wir jetzt gebaut haben, von unten zeigen, dass man die Beleuchtung auch erkennt. So, warte, ich bin gleich da. Ja, alles gedespawnt. So, ich habe jetzt natürlich schon wieder vergessen, wo die Mitte ist. Das waren drei zwischendrin frei ist, denke ich, okay. Das ist ja das, was ich hier oben mag. Brutal mischt. Donnert und blitzt. Ich hoffe mal, dass die Brücke dann nicht gleich in Flammen aufgeht. Wäre etwas schade. Ich muss irgendwie die Todespunkte wegkriegen. Wenn ihr wisst, wie das geht, dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, weil die nerven mich extremst. So, jetzt gehen wir mal kurz nach unten, gucken, wie das Ganze von unten aussieht. Das will ich euch nämlich nicht vorenthalten. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, man erkennt klar, wo der Weg lang geht. Jetzt kriegen wir, glaube ich, gleich ein Zombie-Problem. Und hier die Brücke. Sieht doch auch ganz ansehnlich aus, finde ich. Klar, mit den komischen Farbbalken sieht es nicht ganz so toll aus, aber ist okay.
Tschüss. Ja, toll. Gut gemacht. Du bist zu nichts zu gebrauchen, Kollege. So, oben fällt er runter. Hier so vom Ambiente bis jetzt ziemlich gut. Was natürlich stört, ist der Schnee. Gut, somit ist die Brücke fertig. Ich gehe mal gerade unser Werkzeug reparieren, bevor das uns um die Ohren fliegt. Achse. Sehr gut. Und dann hatte ich gesagt, ich würde hier unten gerne so ein Bäumchen anpflanzen. Da mache ich einfach hier mal ein bisschen Kahlschlag. Ich muss sowieso irgendwann alles mal ungefähr auf eine Höhe bringen. Dann kann ich nämlich da vielleicht schon eine kleine Wiese anlegen. Schön ist natürlich, dass die Schaufel hier auch deutlich schneller arbeitet wie Stein oder so. So, wenn wir hier stehen, selbst da sehen wir hinten die Brücke. Oh, nice. Freut mich, dass das soweit fertig ist. So, ich müsste hier auch eigentlich mal alles auf eine Höhe bringen. Das Ganze, ja nicht auf alles auf eine Höhe, aber so ein bisschen gleichmäßiger wäre schon schön. Das mache ich jetzt einfach mal kurz zwischen den Folgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, Abo oder Kommentar da. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Folge Minecraft, die Burg. Haut rein, macht's gut, bis dahin, ciao.